Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Roberto Carola Ring-Vorlesung, die in diesem Sommersemester dem Thema Otto Meyerhoff, ein Wissenschaftlerleben zwischen Ruhm und Vertreibung, gewidmet ist. Mein Name ist Sebastian Hanisch, ich bin Professor für Politikwissenschaft und internationale Beziehungen an der Universität Heidelberg. In den ersten Vorlesungen haben wir in den Vorträgen der Kollegen Schmidt und Nickel das Leben, Wirken und die Bedeutsamkeit von Otto Meyerhoff gewürdigt und einen kritischen Blick auf den Antisemitismus an der Universität Heidelberg in den Jahren 1933 bis 1945 geworfen. Die rechtliche, politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Judenfeindlichkeit und die Möglichkeiten der Bekämpfung stand im Mittelpunkt der Vorträge von Mark Weller und Frederik Mussall in den vergangenen Wochen. Heute wollen wir uns spezifischer den Formen und Ursachen des aktuellen Antisemitismus zuwenden. Denn obwohl Antisemitismus den Grundwerten unserer Gesellschaft grundsätzlich widerspricht, sind judenfeindliche Einstellungen relativ konstant bei etwa einem Viertel der bundesdeutschen Bevölkerung nachweisbar. Zunehmend wird der Hass auch offen gezeigt. Erst Anfang Mai berichtete Innenminister Seehofer, dass die Anzahl antisemitischer Straftaten gegenüber dem Vorjahr deutlich angewachsen sei. Im Zuge der Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen wird immer wieder von einer jüdischen Weltverschwörung gesprochen und durch das Tragen gelber Sterne der Holocaust relativiert. Vor dem Hintergrund der erneuten Zuspitzung des israelisch-palästinensischen Konfliktes ist es in den vergangenen Wochen zudem vermehrt zu gewalttätigen Ausschreitungen in Israel selbst, aber auch in vielen Städten Europas und der Bundesrepublik gekommen. Was ist neu an dem Antisemitismus in der Gegenwart? Was unterscheidet ihn vom Judenhass der 1930er und 40er Jahre, der Otto Meyerhoff zwang, sein Heimatland zu verlassen? Welche Rolle spielen dabei neue Technologien, insbesondere das World Wide Web und soziale Netzwerke? Führt die Demokratisierung der Medienproduktion im Internet, in dem die Meinungsbildungsfunktion von Qualitätsmedien in Presse, Funk und Fernsehen relativiert wird, unweigerlich über die Filterblasen sozialer Netzwerkdienste wie Facebook, Instagram und TikTok zur Aufstachelung von Hass gegen Juden und andere Gruppen? Ändern die neuen Medien unser Kommunikationsverhalten grundsätzlich, indem der Affekt in der Rede gestärkt, die kritische und mahnende Gegenrede indes oft ausbleibt? Ist ein solcher Trend zur Verrohung der Sprache genereller Natur? Oder gibt es besondere Entwicklungen, die die Radikalisierung des Judenhasses in Deutschland von jener in anderen gesellschaftlichen Bereichen abhebt? Wie kann und muss diesen Entwicklungen begegnet werden? Darf und soll die Regulierung von Netzinhalten den Betreibern der sozialen Netzwerke allein anheimgestellt werden? Welche Rolle sollte der Staat, welche die Zivilgesellschaft und welche Rolle sollte jeder Einzelne und jede Einzelne in der Bekämpfung von Antisemitismus im Netz und darüber hinaus einnehmen? Mit Frau Prof. Dr. Dr. Monika Schwarz-Friesel ist es uns gelungen, eine der führenden Expertinnen in Deutschland für diese Ringvorlesung zu gewinnen. In ihrem Vortrag zum Thema Antisemitismus im Internet als kultureller Gefühlswert, das digitale Echo der Vergangenheit, wird sie dabei auch auf Ergebnisse ihrer aktuellen Forschung eingehen können.
Frau Kollegin Schwarz-Friesel ist Lehrstuhlinhaberin und Fachgebietsleiterin für kognitive Medienlinguistik an der Technischen Universität Berlin. Während der Promotion und Habilitation an der Universität zu Köln war sie mehrere Jahre Visiting Scholar am Center for Cognitive Science in Edinburgh und am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen. Von 2000 bis 2010 lehrte sie als Professorin für Sprachwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Sprache und Antisemitismus, kognitive und emotionale Strukturen des Judenhasses sowie digitale Kommunikation und massenmediale Persuasion. Frau Kollegin Schwarz-Friesel hat umfangreich und prominent zu diesen Themen publiziert. Sprache und Emotion, Metaphern der Gewalt ist in 6. Auflage erschienen. Mit Yehuda Reinhardts hat sie das internationale Standardwerk Die Sprache der Judenfeindlichkeit im 21. Jahrhundert verfasst und das ist auch in englischer Sprache 2017 bei University Press of New England erschienen. Als Expertin für den aktuellen Antisemitismus berät sie zudem zahlreiche Institutionen, unter anderem die digitale Aktion stopantisemitismus.de der Zeitstiftung und sie ist Kuratoriumsvorsitzende der neuen Rabbiner-Leo-Trepp-Stiftung. Frau Professor Schwarz-Friesel ist uns nun aus Berlin zugeschaltet. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, Frau Kollegin Schwarz-Friesel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie. Ich freue mich, dass ich im Rahmen dieser renommierten Ringvorlesung vortragen werde, wenngleich mein Thema alles andere als erfreulich ist. Bevor ich auf den spezifischen Schwerpunkt meines Vortrags, nämlich Judenhass im Internet, eingehen werde, werfen wir doch einen kurzen Blick auf die allgemeine aktuelle Situation in Bezug auf Antisemitismus in Deutschland. Jüngst hatte ein Sammelband den Untertitel Das neue Unbehagen. Und so kann man ganz gut die aktuelle Situation in den jüdischen Gemeinden beschreiben. Furcht und Sorge breiten sich zunehmend aus, weil sich antisemitische Vorfälle und Delikte häufen. 2021 zeigte die Statistik für das Vorjahr sogar einen Höchststand. Nicht erst die Corona-Antidemonstrationen und Gerza 2021 zeigten, dass Antisemitismen, auch virulente Antisemitismen, im öffentlichen Kommunikationsraum verbreitet werden. Und wir müssen feststellen, dass der Holocaust nicht die Zäsur war, die wir erhofft hatten. Auch in der Post-Holocaust-Phase sehen wir Judenfeindschaft eben nicht nur an den linken und rechten Rändern der Gesellschaft, sondern wir stellen fest, dass es nach wie vor ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Die Tabuisierung und die Ächtung von Judenfeindschaft erodieren, ganz klar. Und insbesondere im Web 2.0 nehmen radikale Antisemitismen massiv zu. All dies sind jedoch keine völlig neuen Erkenntnisse. Betrachten wir die folgende Stelle aus einem Sammelband, der immerhin vor 12 Jahren bereits erschien. Judenfeindliche Ressentiments sind kein Randgruppenphänomen. In den letzten Jahren ist die Hemmschwelle, antisemitische Inhalte öffentlich zu äußern, gesunken. Israel dient dabei besonders häufig als Projektionsfläche. Und so stoßen die israelbezogenen Antisemitismen und Manifestationsformen kaum noch auf energischen Widerstand. Es besteht die Gefahr der Ausbreitung und Normalisierung. Diese Diagnose aus der empirischen Antisemitismusforschung zeigt uns auch wieder einmal sehr deutlich, dass die schönen Sonntagsreden und die Empörungsinszenierung nach bestimmten antisemitischen Delikten uns nicht weiterhelfen, wenn die Aspekte der Forschung nicht endlich umgesetzt werden. Betrachten wir zunächst, was ist eigentlich Antisemitismus, was ist Judenfeindschaft und was ist es nicht? Denn diese Falschdefinitionen und Konzeptualisierungen spielen oft eine entscheidende Rolle bei der Behinderung und Aufklärung des Antisemitismus. Judenfeindschaft ist kein allgemeines Vorurteilssystem. Judenfeindschaft ist auch nicht gleichzusetzen mit Rassismus. Judenfeindschaft ist nicht eine Subform oder eine Unterform von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und auch keine Xenophobie.
Judenfeindschaft, und das zeigt die Forschung seit nahezu 80 Jahren, ist eine kulturelle Konstante. Seit der Abgrenzung von Juden und Christentum existiert eine Differenzkonstruktion im kulturellen Denken und Fühlen der westlichen Welt. Dies haben sehr eindrücklich bereits Forscher wie Trachtenberg, Poljakow, Wistritsch, Nirenberg und viele andere herausgestellt. Integral bei dieser kulturellen Konstante ist und zeigt sich über die Jahrhunderte, dass die antijüdischen Topoi in wesentlichen Werken der Religions-, der Geistes- und der Kulturgeschichte kodiert sind. Für mich sind drei Merkmale konstitutiv für Antisemitismus und auch die alte Judenfeindschaft. Zum einen die geistige Ebene. Wir haben Stereotype, das sind reine Phantasmen, im kollektiven Bewusstsein, mit denen Juden auf eine bestimmte Art und Weise angedichtete Merkmale haben. Ganz entscheidend auch die kollektive Emotion des Ressentiments, Judenhass, darauf werde ich später noch etwas intensiver eingehen, und seine affektive Komponente spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und drittens schließlich die Sprachgebrauchsmuster, die seit Jahrhunderten im kommunikativen Gedächtnis gespeichert und tradiert werden. Im kollektiven und kulturellen Glaubenssystem Judenhass gibt es ein Basiskonzept. Und dieses Basiskonzept zieht sich wie ein roter Faden durch die beiden Jahrtausende der Judenfeindschaft. Juden als das Böse in der Welt. Adorno und Horkheimer haben dies 1944 genau auf den Punkt gebracht mit ihrem Zitat: Die Juden, sie werden als das absolut Böse gebrandmarkt. So sind sie in der Tat das auserwählte Volk. Was wir hier sehen, ist eine radikale Konträrauslegung von einer positiven Selbstzuschreibung zu einer totalen, absoluten Fremdentwertung. Das pseudoepistemische Weltdeutungssystem Judenhass arbeitet mit dem Ex-Negativo-Konzept, Jude. Und dabei ist Jude das Übel der Welt, es ist der Gegenentwurf zur Welt und auch zur gesamten restlichen Menschheit. Dies spiegelt sich übrigens seit 2000 Jahren ganz besonders prominent in einer Phrase wieder, nämlich Juden als Feinde der Menschheit. Diese Phrase wurde seinerzeit von Paulus geprägt, wenn auch in einem ganz anderen Kontext. Aber seitdem, das werde ich auch zeigen an vielen Beispielen, geistert diese Phrase durch den antisemitischen Diskurs. Das Ressentiment im 21. Jahrhundert zeigt sich in zwei Dimensionen, immer noch ganz stark ausgeprägt. Das erste Beispiel, das war eine Google-Suche, eine Frage, warum sind Juden so gehasst? Und die Google-Antwort war, na, weil es eben Juden sind. Wir sehen hier, dass der Hass auf Juden ohne jedwede kausale Begründung ist. Juden werden als Juden gehasst, nicht weil sie etwas tun oder nicht tun. Das zweite Beispiel ist auch ganz wichtig und signifikant, von Twitter 2019. Wenn die Juden weg sind, wird Frieden in die Welt kommen. Hier sehen wir einen konzeptuellen Nukleus von Judenfeindschaft, nämlich die Erlösungsfantasie, die in der NS-Zeit zum eliminatorischen Antisemitismus und schließlich zur Shoah führte. Ich habe mich in den letzten 20 Jahren im Rahmen der empirischen Antisemitismusforschung mit den folgenden Fragen beschäftigt. Auf welcher Konzeptualisierung, also auf welchem mentalen Modell basiert eigentlich der moderne Judenhass nach 1945? Welches Narrativ ist in der Kommunikation dabei dominant? Welche Stereotype werden artikuliert? Welche Argumente werden von Antisemiten benutzt? Welche Gefühle werden transparent? Wie, wo und von wem werden eigentlich Antisemitismen heute kodiert und weithin verbreitet? Wie reagieren Menschen, wenn man ihnen ihren Antisemitismus vorwirft? Und eine methodische Frage, wie kann man eigentlich Einstellungs- und Verbalantisemitismus angemessen erforschen? Die Vermessung des Hasses, also herauszufinden, wie Antisemiten denken, fühlen und kommunizieren, hierfür habe ich die Korpusanalyse als Methode gewählt. Korpora sind sehr große Mengen von natürlich erhobenen Daten und nur so erhalten wir authentische Einblicke in das Gefühls- und Gedankensystem von Antisemiten. Warum? Weil diese authentischen Daten, anders als bei demoskopischen Umfragen, ohne Priming, ohne politische Korrektheit, ohne soziale Erwünschtheit und ohne das Beobachterparadoxon zurechtkommen. Es sind eben natürliche Daten.
Als besonders vielversprechend zeigte sich eine Kombination von quantitativen und qualitativen Analysen, denn diese ermöglicht letztendlich die Bestandsaufnahme und auch die Dechiffrierung von Antisemitismen, also von Manifestationen des Judenhasses. Ich stelle Ihnen heute im Wesentlichen in meinem Vortrag die Ergebnisse oder einen Teil der Ergebnisse eines großen Projekts, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde, Antiseminet. Das lief zunächst von 2014 bis 2018. Von 2018 bis 2020 haben wir aber in Stichproben noch weiter geforscht. Es ging dabei um Judenfeindschaft im World Wide Web mit dem Schwerpunkt die Sprache des Antisemitismus. Und wir haben eine sehr, sehr große Informationsmenge und Breite analysiert, insbesondere die sozialen Medien der Alltagsuser und Userinnen. Wir sind also nicht ins Deep oder Darknet gegangen. Uns hat interessiert, wie ganz normale Menschen im Internet auf Antisemitismus stoßen, wie er dort produziert wird. Wir haben Kommentarbereiche der Online-Qualitätsmedien untersucht. Meta-Tagesschau hat mir netterweise 5000 gelöschte Kommentare zur Verfügung gestellt. Facebook, YouTube, Twitter, Recherche, Suchportale, Fanforen, Blogs, Diskussionsforen. Also alles eigentlich, was die Social Medien ausmacht. Ergänzt wurde das Internetkorpus, das die Daten von 2007 bis 2020 umfasste und mehr als 300.000 Texte beinhaltete, durch drei Subkorpora, die in der Ergänzung sich als sehr wichtig erwiesen. Zum einen ein E-Mail-Korpus, mit dem ich bereits gearbeitet hatte. Das sind E-Mails, die an den Zentralrat der Juden in Deutschland und an die israelische Botschaft in Berlin gesendet wurden und werden. Dann ein Diskurskorpus, das heißt, hier habe ich mir angeguckt, wie im öffentlichen, im massenmedialen Raum Antisemitismus artikuliert wird. Und schließlich auch besonders relevant ein historisches Korpus. Ich habe aus den letzten 500 Jahren besonders typische antisemitische oder judenfeindliche Texte als ein Subkorpus benutzt, um zu eruieren, inwieweit nach 1945 sich etwas verändert hat, beziehungsweise welche Parallelen immer noch anzutreffen sind. Warum ist das Internet so wichtig? Insgesamt wissen wir alle, dass es der wichtigste Kommunikationsraum heute ist. Das Internet wird aufgrund seines Beeinflussungspotenzials ja auch sehr häufig als fünfte Gewalt bezeichnet. Und wenn wir uns einmal die Statistik zur Partizipation im Web anschauen, dann sehen wir, dass 85% der Gesamtbevölkerung täglich im Web sind und 99% der 12- bis 19-Jährigen. 51% der 18- bis 24 Jahre jungen User und Userinnen nutzen vor allem die sozialen Medien als Informations- und Kontaktquelle und 10% dieser jungen Menschen benutzen ausschließlich Facebook als Informationsmittel, um etwas über die Welt zu erfahren. Also die schauen sich gar keine klassischen Nachrichten mehr an. Nehmen wir dann die prozeduralen Charakteristika des Kommunikationsraums Internet hinzu, seine Schnelligkeit, seine Verknüpfung, die Globalisierung, die Anonymität natürlich auch, die vielen Textsorten, die Multimodalität, dann sieht man sehr schnell, dass dieser Kommunikationsraum ein ganz besonders hohes Persuasions-, also Beeinflussungspotenzial hat. Die erste Studie, die ich Ihnen vorstellen möchte im Rahmen dieses großen DFG-Projektes, lautete mit einem Klick. Und wir haben dort untersucht, wie schnell eigentlich ganz normale Alltagsuser und Userinnen auf Antisemitismen im normalen, im Alltagsweb kommen. Zum Beispiel auf solche Fragen wie, warum sind Juden immer so böse? Das war eine Frage, die bei hausaufgaben.de gestellt wurde. Oder mit nur einem einzigen Klick bei dem Schlagwort Purimfest kam man bei der Google-Suche sofort auf eine klassische antisemitische Äußerung, die Blutkultlegende, die Sie hier in der PowerPoint sehen. Bei den Informations- und Ratgeberportalen, die ja insbesondere von jungen Menschen benutzt werden, tauchen wieder und wieder Derealisierungen auf, sei es als rhetorische Frage, was ist der Holocaust eigentlich, Märchen oder Wahrheit? Oder aber Sätze wie Juden machen nur Stress und besetzen ein Land, das denen nicht gehört und sie töten, das sind Juden und das ist die Wahrheit. Immerhin als Quelle hausaufgaben.de. Wir sehen die Infiltration von Antisemitismen dieser Art nicht nur in politischen Bereichen. Wir haben festgestellt, dass wir eigentlich sagen können,
Judenfeindschaft im Web 2.0 ist omnipräsent. Hier ist ein Beispiel aus der Unterhaltungsbranche. Vor einigen Jahren gewann die israelische Sängerin Netta den Grand Prix Eurovision. Als Folge kamen Tausende von Web-Einträgen mit übelsten Beschimpfungen, Drohungen. Sie sehen hier aus dem Englischen Stupid, Rotten, Stinking Jew, also ein klassischer beleidigender Verbalantisemitismus. Wir haben untersucht, inwiefern sich quantitativ die antisemitischen Kommentare verändert haben. Wir haben Kommentare aus dem Kommentarbereich der Online-Qualitätspresse, FAZ, Welt, Süddeutsche, angeschaut und haben gesehen, dass zwischen 2007 und 2017 sich die antisemitischen Kommentare dort vervierfacht haben. Natürlich muss man hier berücksichtigen, dass sich auch die Anzahl der User und Userinnen in diesem Zeitrahmen vervielfacht hat. Und am Ende bleibt dann eben die Erkenntnis, dass immer mehr User und Userinnen auf immer mehr Antisemitismen stoßen. Ein ganz wichtiger Punkt, immer wieder wird in den öffentlichen, in den medialen Diskussionen von der Radikalisierung im Netz gesprochen. Das war bislang eigentlich eher eine gefühlte Wahrheit und wir haben das operationalisiert in unserem Team. Wir haben mittels dem Computersystem NCONC verschiedene Parameter herausgegriffen, NS-Vergleiche, Superlative, Pejorativlexeme wie Teufel, Pest, Krebs, Vernichtungswünsche und mal eine Zahl dazu. Man sieht, dass zwischen 2012 und 2015 solche Brachial-Antisemitismen sich verdoppelt haben. Diese semantische Radikalisierung ist mittlerweile alltäglich, auch durch die Globalisierung, durch die unglaublich schnellen Vernetzungen. Hier ein Ergebnis aus einem sehr, sehr großen Twitter-Korpus. Es waren 22.000 internationale Tweets. Es war kein politisches Event, es war eine Naturkatastrophe. Es gab Waldbrände in Israel. Und unter dem Hashtag Israel Burning wurden Tausende von eliminatorischen Antisemitismen, Beschimpfungen, Beleidigungen, derart wie ihr Ungeziefer, ab in die Öfen, verreckt, bombt Israel, tötet alle jüdisch-zionistischen Teufel. Oder es wurde exzessive Freude artikuliert, welche Freude Israel brennen zu sehen. Oder ein User aus Amerika, happy, happy burning and munching popcorn. Er freute sich also beim Kauen des Popcorns über das, was er dort an den Bränden sah. Die Multimodalität spielt im Internet eine ganz entscheidende Rolle. Sie erhöht das Persuasionspotenzial. Hier ist eines von sehr vielen Beispielen. Der Zionismus bedroht uns alle, eine Derealisierung. Sie sehen den ehemaligen Ministerpräsidenten von Israel, wie er mit ausgestrecktem Hitlergruß über die Deutschlandfahne und das Bundestagsgebäude eben seine angebliche Macht ausbreitet. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil des Internets, dass also Texte, Bilder, Audios und Videos oft gemeinsam eingesetzt werden, um antisemitische Gedanken und Gefühle zu vermitteln. Mich interessierte auch sehr, wie die Formen der klassischen Judenfeindschaft sich im Web 2.0 im 21. Jahrhundert zeigen. Zur Erinnerung, wir unterscheiden in der Forschung drei Formen, nämlich einmal den klassischen Antisemitismus oder eigentlich die klassische Judenfeindschaft. Diese beinhaltet den religiös bedingten Antijudaismus und den Rasseantisemitismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Hier ist vorherrschend das Konzept des Kollektiven, des ewigen Juden, mit allen subsumierten Unterstereotypen. Wir haben nach 1945 den Post-Holocaust-Antisemitismus, der manchmal in Deutschland fälschlicherweise noch sekundärer Antisemitismus genannt wird. Hier geht es vor allem um Holocaust-Ausbeutung, um das angebliche Kritiktabu. Der Post-Holocaust-Antisemitismus konzentriert sich sehr auf Schuldabwehr und Erinnerungsverweigerung und wirft Jüdinnen und Juden vor, den Holocaust für sich zu nutzen. Selbstverständlich ist dieser Antisemitismus nicht völlig isoliert zu sehen, sondern er baut auch modern adaptiert auf den klassischen Antisemitismus auf. Wir haben schließlich den israelbezogenen, manchmal auch neuen Antisemitismus genannt. Israel ist hier der kollektive Jude. Wir haben Vergleiche wie Unrechts-, NS- oder Kolonialstaat und solche Derealisierungen wie Zionismus sei Rassismus. Ich werde im Laufe des Vortrags zeigen,
dass es sich hier gar nicht um einen neuen Antisemitismus handelt, sondern dass der israelbezogene Antisemitismus nichts anderes als der alte Antijudaismus ist, nur in einem neuen Gewand und etwas modern adaptiert. Schauen wir uns also hier die Verteilung in Bezug auf diese Stereotype an, dann sehen wir Folgendes. Über 54% aller Antisemitismen in diesen riesengroßen Textmengen kodieren klassische Stereotype wie Fremde, Zersetzer, Mörder, Verschwörer, der ewige Jude, Übel der Welt, Menschenfeinde. In einer Substudie, die wir mit MaxQDA durchgeführt haben, über 2000 Kommentartexte zu einem politischen Thema, Gaza 2014, sehen wir, was uns nicht überrascht, 46% israelbezogene Stereotype, aber immerhin noch 40% klassische Stereotype und 14% Post-Holocaust. Insgesamt sehen wir bei allen Korpora, dass die Kombination von klassischen und israelbezogenen Stereotypen besonders dominant ist. Ein wichtiges Ergebnis auch, weit über 5000 Twitter-Kommentare zu Anti-Antisemitismus aufrufen. Das heißt, hier haben Organisationen im Netz aufgerufen, etwas gegen Judenhass zu tun, Solidarität mit Jüdinnen und Juden zu zeigen. Und in diesem Korpus haben wir erstens die meisten antisemitischen Äußerungen gefunden und zweitens die höchste Anzahl von klassischen Stereotypen, nämlich 62%. Diese Verteilung ist etwas anders zu gewichten, wenn wir uns rechtspopulistischen und rechtsradikalen Antisemitismus anschauen. Dann steigt die Zahl des Post-Holocaust-Antisemitismus an und verbindet sich mit den beiden anderen Typen. Ein wichtiger Aspekt ist, weil es ja zu den Kernkonzepten des Erhalts der Judenfeindschaft gehört, dass es über Sprachgebrauchsmuster geht, sich genauer anzuschauen, was sind eigentlich die Charakteristika judenfeindlicher Äußerungen im Laufe der letzten Jahrhunderte. Und hier sehen wir sehr deutlich, dass das Chamäleon Judenhass immer zwischen Kontinuität und Adaption hin und her pendelt, wobei ganz klar die Kontinuität, also die Konstante, stärker ist als der Wandel. Über die Jahrhunderte hinweg sehe ich drei entscheidende Merkmale. Einmal die Abgrenzung, also ein manichäistisches Weltbild, in dem zum Beispiel wir Deutschen, wir Ungarn, wir Franzosen versus die Juden als Nichtbürger gesehen werden. Wir haben die Fixierung durch Stereotype, durch Phantasmen wie Juden seien gierig, rachsüchtig oder brutal. Wir haben die Entwertung, Dehumanisierung, dass Menschen als Juden als Abschaum bezeichnet werden oder völlig derealisiert als die größte Gefahr und das größte Übel für den Weltfrieden. Die opportune Adaption, also die Wandelfähigkeit dieser konstante Judenfeindschaft, sehen wir aber sehr deutlich, wenn wir uns angucken, dass 1:1 das Konzept Judenübel der Welt übertragen wird, aktuell auf als Israelübel der Welt. Oder Juden als Feinde der Menschheit, lautet heute, die Israelis seien Feinde der Menschheit. Wichtig ist natürlich auch, sich angeschaut zu haben, wie politisch-ideologische Manifestationsformen von Antisemitismus mit ihren diversen narrativen Mustern sich im Web zeigen. Wir unterscheiden in der empirischen Antisemitismusforschung 4 Formen. Einmal den rechtsextremen, rechtspopulistischen oder den neuen rechten Antisemitismus. Hier sind vor allem klassischer und Post-Holocaust-Stereotype dominant. Die Merkmale wie Nationalismus, Rassismus, Geschichtsrevisionismus, Holocaust-Relativierung, eine extreme Abwehr der Erinnerungskultur und eine sehr starke NS-Fixiertheit im Jargon. Wir haben einen ebenso gefährlichen linken und linksextremen Antisemitismus. Hier ist vor allem die Symbiose von klassischem und israelbezogenen Antisemitismus dominant. Und auffällig ist, dass linke Antisemiten ihren eigenen Antisemitismus, auch wenn er ganz transparent ist, doch stets leugnen. Wir haben eine sehr starke Verbindung von Antizionismus und Israelismus und einen strukturellen Antisemitismus, der vor allem als Gesellschaftskritik herüberkommt. Linke Antisemiten bezeichnen sich unisono als Antirassisten. Das passt zu ihrer Leugnung des eigenen Antisemitismus. Wir haben einen viel diskutierten, oft geleugneten und umgedeuteten muslimisch-islamistischen Antisemitismus. Wir sehen auch hier
ganz klar die Muster der klassischen Judenfeindschaft und eine Kombination von klassischem und israelbezogenen Judenhass. Wir sehen Verschwörungsfantasien, eine religiöse Dimension und, ähnlich wie bei Rechtsextremisten, eine ausgeprägte eliminatorische Dimension. Schließlich haben wir einen mittigen und gebildeten, oft hochgebildeten Antisemitismus, der sich als moralisch gibt, der in der Camouflage von Israel-Kritik auftritt, der sich in der Regel auf eine humanistische Ethik bezieht und, wie beim linken Antisemitismus, den eigenen Antisemitismus stets leugnet oder umdeutet. Nun können wir ja über die Verteilung dieser politischen und ideologischen Ausrichtung im Internet nicht allzu viel sagen, da dort so viel Anonymität besteht oder die User sich mit Nicknames auf eine bestimmte Art und Weise eben nicht zeigen. Was wir aber sehr wohl konnten im E-Mail-Korpus, wo die Schreiber und Schreiberinnen sehr auskunftsfreudig sind, ihren Namen, ihre Anschrift angeben, ihren Beruf und oft sehr viel über ihr Leben erzählen, wenn sie an den Zentralrat der Juden in Deutschland oder an die israelische Botschaft schreiben, hier sehen wir mit überwältigender Mehrheit, dass vor allem die Menschen aus der Mitte und oft aus der gebildeten und hochgebildeten Mitte, nämlich 65% in einem E-Mail-Korpus von über 14.000 E-Mails, die Verfasser sind. Insgesamt, wenn wir uns angucken, wie sieht die Sprache, wie sieht die Antisemitismenproduktion bei Rechten, Linken, Mittigen, Gebildeten, Ungebildeten, Muslimischen aus, dann sehen wir immer wieder nur eins. Wir sehen eine unglaubliche Gleichförmigkeit, also eine Homogenität dieser aktuellen Antisemitismen. Es gibt gewisse kleine Differenzen im Stil und im Ideologievokabular. Aber die beiden Hauptparameter, nämlich die Projektion der klassischen Stereotype und Verschwörungsfantasien auf Israel, ist identisch. Identisch ist auch die Äquivalenz argumentativer und semantischer Muster bis hin zu spezifischen Sprachstrukturen. Und was wir hier sehr deutlich sehen, ist die Einflussgröße des kollektiven kommunikativen Gedächtnisses, in dem Sprachgebrauchmuster von Generation zu Generation, von Jahrhundert zu Jahrhundert übertragen werden. Insofern überrascht es auch nicht, dass wir das Echo der Vergangenheit, was ein Teil meines Titels ist im Vortrag, auch bei den historischen und aktuellen Sprachmustern sehen. Nehmen wir ein Beispiel aus Facebook 2014. Israelis, blutdürstige Mörderhunde, sie zerstückeln Kinder, sie vergiften das Wasser. 500 Jahre zuvor befand exakt dies Martin Luther. Juden, dürstige Bluthunde und Mörder, die die Brünn vergiftet und die Kinder zerfriemelt. Facebook 2014, die Zionisten haben sich in Palästina wie Krebs eingewurzelt. Die Krebsmetapher zieht sich durch die Jahrhunderte. Der evangelische Theologe Rechtanus 1606, und wie der Krebs allgemach einwurzelt, so die Juden. Ein Twitter 2016, Israelis, die Feinde der Menschheit, die Feinde aller anderen Völker. Voltaire, der große Voltaire, der sich eigentlich für die Grundrechte auch von Juden einsetzte, in seinen Schriften pflegte er antijudaistische Topoi und befand, dass Juden die Feinde dieser Nation und schließlich der Menschheit seien. Und als letztes, eine E-Mail an die israelische Botschaft. Israel hat keine Berechtigung, im modernen Völkerbund zu existieren. Es ist ein Fehler der Geschichte. Ganz ähnlich Rudolf Steiner, der berühmte Anthroposoph, 1888. Judentum habe keine Berechtigung des modernen Völkerlebens, es sei ein Fehler der Weltgeschichte. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Antisemitismus nicht nur explizit und klar erkennbar artikuliert wird, sondern wir haben sehr intensiv die sogenannte Camouflage- oder Umwegkommunikation untersucht. Und diese beinhaltet sogenannte indirekte Antisemitismen. Hier liegt der Fall vor, dass der Sprecher oder die Sprecherin zwar X sagt, tatsächlich aber erkennbar für alle, die in diesem Kommunikationsraum sind, Y meint.
Man muss also ein Lexem, ein Wort wie Jude oder Judentum gar nicht in einer sprachlichen Äußerung enthalten haben, damit es einen antisemitischen Inhalt kodiert. Man kann das mit Substitution, intertextuellen Zitaten, sprachlichen Veränderungen, Paraphrasen, Metaphern oder rhetorischen Fragen. Einige wenige Beispiele. Wir haben das sehr intensiv, Yehuda Reinhartz und ich, in die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert analysiert. Statt Juden sagt man Banker von der Ostküste oder die Zionisten. Statt Baron Rothschild, der Baron Totschild. Oder man spricht von den einflussreichen Kreisen, von den Marionettenspielern und den Strippenziehern. Dass dies keineswegs nur im Web ist, zeigt dieses Plakat von der Holocaust-Leugnungspartei Die Rechte, die vor einigen Jahren damit in den Wahlkampf ging. Und diese Plakate hingen öffentlich aus in deutschen Straßen. Israel ist unser Unglück. Jeder, der nur ein bisschen Geschichtsbewusstsein und Kenntnis hat, weiß, dass dieser Spruch intertextuell einfach nur abgeändert wurde. Er geht zurück auf den berühmten Spruch von Heinrich von Treitschke im Berliner Antisemitismusstreit, die Juden sind unser Unglück. Und dann, noch prominenter, prangte dieser Spruch auf jeder Stürmerausgabe in der NS-Zeit. Ein klarer Antisemitismus mit einer kleinen Veränderung, die vor Sanktionen schützen soll und offensichtlich auch geschützt hat. Zu diesem Phänomen gehören kommunikative Strategien der Abwehr, der Umdeutung, der Relativierung von Post-Holocaust-Antisemitismus. Schauen wir uns die wichtigsten an. Berühmt ist ja schon mittlerweile, ich bin kein Antisemit, aber. Dann kommt eine antisemitische Äußerung. Vielfach, gerade im gebildeten und linken Diskurs, haben wir aber auch Legitimierungsstrategien, dass die Menschen beteuern, sie seien Humanisten, Freigeister, kritische Denker. Sie deuten ihre Äußerungen um als politische Kritik, als Aufklärungsarbeit, als Kunstfreiheit. Und sie rechtfertigen den Judenhass, indem sie entweder dem Zentralrat schreiben, sie provozieren das, oder aber behaupten, der Nahostkonflikt sei die Ursache für israelbezogenen Antisemitismus. Ein völliges Phantasma, wie ich gleich noch zeigen werde. In den letzten 10 Jahren kommt hinzu die Delegitimierung der Wissenschaft. Wissenschaftlern in der Antisemitismusforschung wird mehr und mehr vorgeworfen, sie würden unsauber arbeiten, sie seien bezahlt von Israel, ihre Methoden seien nichts wert, ihre Daten seien gefälscht. Interessant in Bezug auf all diese Strategien, kein einziger seriöser Kritiker hat diese je benutzt. Wir haben festgestellt im Vergleich des öffentlichen Diskurses, dass niemand, auch wenn er scharfe Kritik zum Beispiel an der Nahostpolitik oder an der israelischen Nahostpolitik übt, auf solche Strategien zurückgreifen muss. Ich kehre noch einmal zurück zum Basiskonzept, das ich am Anfang der Vorlesung genannt hatte, als Nukleus für Judenfeindschaft, Juden als das Böse in der Welt. Und Sie sehen hier aus einem großen Internetkorpus von 2010 bis 2019 einige dieser Entwertungsmetaphern, das Schlimmste, was Gott der Menschheit angetan hat. Oder Israel ist das Böse in der Welt, ohne Juden ist die Welt ein besserer Ort. Und so wundert es nicht, dass aus dieser Basiskonzeptualisierung auch der Vernichtungswille sich ausbreitet und wir immer wieder Erlösungsfantasien im Netz haben. Bombt Israel raus aus unserer Welt, alle Zionisten in die Gaskammern. Israel muss von der Landkarte verschwinden. Der jüdische Staat soll aufhören, auf sein Jüdischsein zu pochen. Was wir hier und an anderen Stellen sehr deutlich sehen, Israel ist der Stachel im antisemitischen Geist des 21. Jahrhunderts. Dass diese Rechtfertigungsideologie und dieser Erlösungsglaube zu 6 Millionen ermordeten Menschen führte, ist bekannt. Nicht immer bekannt sind diese Zitate, in denen 1:1 das genannt wird, was heute im Web 2.0 repliziert wird. Streicher, ohne Erlösung der Judenfrage, keine Erlösung der Welt. Oder Himmler, 1943. Wir hatten das moralische Recht, wir hatten die Pflicht, dieses Volk umzubringen. Diesen Vernichtungswillen sehen wir heute wieder weltweit auf den Straßen, auf anti-israelischen Demonstrationen. Hier ein Plakat aus London. For world peace, Israel must be destroyed.
Und wir sehen, das ist ein Plakat von einer Berliner anti-israelischen Demonstration, dass wir längst schon die virtuelle und digitale und die reale Welt in Symbiose haben und diese eigentlich gar nicht mehr trennen können. Und was Sie auf dem Schild sehen, ist die uralte Phrase, geprägt von Paulus: der wahre Menschenfeind. Nur diesmal ist das Schlagwort nicht Jude, sondern Israel. Ich komme damit auch zu einem ganz entscheidenden Forschungspunkt, nämlich zu der Israelisierung der antisemitischen Semantik. Über 60% der Antisemitismen, wenn wir die expliziten und die impliziten zusammennehmen, sind im Mittelwert israelbezogener Antisemitismus. Israelisierung bedeutet dreierlei. A, dass die Projektion uralter Stereotype auf den Staat Israel, der das wichtigste, das augenfälligste Symbol für jüdisches Leben ist, projiziert werden. Es bedeutet aber auch, dass es zu vielen kollektiven Übergeneralisierungen kommt. So erhalten zum Beispiel immer wieder jüdische Gemeinden oder der Zentralrat der Juden in Deutschland Beschimpfungen, wenn es Konflikte im Nahost gibt. Und sie werden kausal verantwortlich gemacht für das, was dort geschieht. Und C bedeutet Israelisierung aber auch einen ganz disproportionalen Thementransfer. Ganz gleich, worüber diskutiert wird, ob im Netz oder im öffentlichen Diskurs. Es geht um Juden, Jüdinnen und Judentum. In 0, nichts kommt der Aspekt auf Israel. Und wir sehen daher auch, dass anti-israelischer Antisemitismus nicht an den Nahostkonflikt gekoppelt ist. Wir haben ihn gesehen bei der innerdeutschen Beschneidungsdebatte, die nichts mit Nahost zu tun hatte. Und wir sehen es immer wieder in der Unterhaltungsbranche und in Fanforen, die auch nichts mit Politik zu tun haben. Insgesamt konstatieren wir eine geradezu untrennbare Symbiose von Juden- und Israel-Hass. Erschwerend kommt hinzu, dass dieser Hass auf Israel tatsächlich das Bindeglied aller antisemitische Gruppierungen, egal ob rechts, links, Mitte oder muslimisch, ist. Das Gefährliche und Erschreckende ist, dass ausgerechnet dieser dominanten Form in der Gesellschaft der geringste Widerstand entgegengebracht wird. Es ist keineswegs schwierig, politisch legitime Kritik an bestimmten Aktionen der Israelis oder der israelischen Regierung abzugrenzen von einem klaren israelbezogenen Antisemitismus. Schauen wir uns die Punkte an, die Sie im Laufe des Vortrags schon kennengelernt haben. Wir haben eine Projektionsfläche. Israel ist ein reines Phantasma. Mit der Realität hat das nichts zu tun. Wir sehen die drei klassischen Merkmale: Abgrenzung, Fixierung und Entwertung. Wir sehen darüber die Derealisierung, die seit Jahrhunderten typisch ist für den Judenhass. Diese führt zu Dehumanisierung und Dämonisierung. Und wir sehen sehr deutlich, dass Israel wieder und wieder mit einem doppelten Standard, ich nenne es einen unikalen Fokus, weil es tatsächlich also ein unikaler Blick einzig auf Israel ist. Und am Ende zeigt sich, dass israelbezogener Antisemitismus exakt die Merkmale aufweist, die wir auch beim Antijudaismus und beim Antisemitismus haben. Ein viel diskutiertes und viel geleugnetes, viel umgedeutetes Phänomen ist in der letzten Zeit der muslimische Antisemitismus. Deshalb möchte ich kurz auf einige wichtige Ergebnisse dieser Internetstudie eingehen. Wir sehen nämlich hier, dass keineswegs der israelbezogene Antisemitismus dominant ist, sondern auch beim muslimischen Antisemitismus haben wir mit über 53% klar die klassischen, die antijudaistischen Stereotype vertreten. Und das kann man noch etwas verstärkt ausdrücken und zeigen. Wenn wir uns muslimische Verschwörungsfantasien anschauen, dann sehen wir, dass 88% davon auf klassischen Antisemitismen basieren und nur 12% auf israelbezogenen. Sehr ähnlich ist es bei Vernichtungsfantasien: 64% klassisch bezogener Antisemitismus, 36% israelbezogener Antisemitismus. Ein wichtiger Punkt: die Verschwörungsfantasien. Ich sage ausdrücklich Fantasien und nicht Theorien, denn das wertet ja diese kruden Ideologien und Fantasien nur auf. Diese werden tatsächlich mittlerweile auf allen Kanälen der sozialen Medien kommuniziert, mal stärker, mal schwächer. Sie zeigen ein klar manichäistisches Weltbild, das oben und unten, das Wir und Ihr. Viele von ihnen basieren ganz massiv auf antijüdischen Stereotypen. Insgesamt zeigt sich bei den Fantasien
eine extreme strukturelle Identität, nämlich einmal, dass die Muster sich wiederholen und wiederholen, gekoppelt an apokalyptische Konzeptualisierung. Reproduziert wird eigentlich immer das Phantasma eines hohen Machtmissbrauchs. Kodiert wird die Metaphorik des Kontrollverlusts, die dazu führt, dass die Leute dazu aufrufen, man müsse sich wehren gegen diesen Machtmissbrauch und gegen den Kontrollverlust. Und auffällig ist, dass Verschwörungsfantasten sehr stark auf die Wahrhaftigkeit ihrer Fantasien pochen. Das heißt, sie versuchen mit einer pseudorationalen Evidenzvermittlung und Beweisführung klarzumachen, dass das die Realität sei. Sie sehen hier einmal visualisiert eine solche Verschwörungsfantasie in Bezug auf Israel. Der ehemalige Ministerpräsident Netanyahu mit dem Magen David auf der Stirn. Sie sehen im Hintergrund die Queen of England und Rothschild ebenfalls mit dem Davidstern. Und der Puppenspieler, der Marionettenspieler Netanyahu ist hier verantwortlich für alle Übel der Neuzeit, sei es der Syrienkrieg, seien es die muslimischen Attacken in Paris, sei es das Leid von blutüberströmten Kindern. Und bei diesen Verschwörungsfantasien ist eben die Affektmobilisierung, also die Möglichkeit der Emotionalisierung sehr, sehr groß und sehr ausgeprägt. Man muss auch hier wieder festhalten, dass solche kruden Verschwörungsfantasien keineswegs nur auf Blogs oder in Foren zu finden sind. Zum Beispiel das Buch Die Rothschilds, hier bei Amazon beworben, findet sich in allen Bookshops online. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie die Rothschilds hier beschrieben werden, da sehen wir den klassischen Antijudaismus. An ihren Händen klebt das Blut, doch ihr Blutdurst ist noch lange nicht gestillt. Ihr Ziel ist ein alles vernichtender dritter Weltkrieg, gesteuert aus Jerusalem. Und wir haben wieder die uralte Phrase, die wahren Feinde der Menschheit. Die geistert seit 2000 Jahren durch den antisemitischen Diskurs. Auffällig und interessant, auch bei diesem Buch, im Klappentext wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Buch die Wahrheit und nichts als die Wahrheit verkünde. Und man habe sorgfältig gecheckt, was man dort schreibe. Diese alternativen Fakten, die wir im Web 2.0 massenhaft verbreitet sehen, die omnipräsent mittlerweile sind und gerade junge und sehr junge User und Userinnen sehr stark beeinflussen können, zusammen mit der tagtäglichen Massenkommunikation von Antisemitismen, kann langfristig tatsächlich zur Orientierungslosigkeit in Bezug auf die Kategorie der Wahrheit, also der Faktizität, führen. Und es kann eben auch maßgeblich zu einer konzeptuellen Normalisierung und Konsolidierung führen. Allerdings, auch im öffentlichen Diskurs haben wir viele Falschkonzeptualisierungen und Pseudo-Argumente, die einer Aufklärung und einem Kampf von Antisemitismus im Wege stehen. Die Gefahr kommt von rechts, hört man so oft in den Medien. Fakt ist aber, dass Judenfeindschaft immer ein gesamtgesellschaftliches Phänomen war und es auch heute ist. Der klassische Antisemitismus sei auf dem Rückzug. Ich habe Ihnen gerade anhand von sehr, sehr vielen Daten gezeigt, dass das für das World Wide Web nicht stimmt, sondern genau das Gegenteil der Fall ist. Der Nahostkonflikt sei die primäre Ursache für den Israel-Hass. Fakt ist, der Nahostkonflikt ist immer lediglich nur ein Auslöser. Basis ist der alte Judenhass. Und die frequenteste Falschaussage, jede Kritik an Israel wird immer als Antisemitismus gedeutet. In Forschung, Politik und Medien haben wir diese Gleichsetzung im seriösen Diskurs nicht. Nicht ein einziges Mal, das haben wir auch empirisch untersucht in verschiedenen Diskursen. Kein einziger seriöser Politiker, Forscher oder Medienvertreter hat jemals etwas dermartig Unsinniges gesagt. Und Fakt ist, wir können beide Sprechakte, wie ich Ihnen gerade an dem Modell gezeigt habe, sehr klar abgrenzen. Niemand muss also eine solche Schutzbehauptung weiterhin vorschieben. Ich komme zum letzten inhaltlichen Punkt, nämlich der kollektiven Emotion Judenhass. Ich hatte gesagt, dass Judenhass ein kultureller Gefühlswert ist. Auch das ist nicht neu. Die Nationalsozialisten hatten längst erkannt, dass sie auf das Gefühl Judenfeindschaft setzen mussten. Und so befand zum Beispiel Gottfried Feder, er war Gründungsmitglied der NSDAP 1927, Antisemitismus ist gewissermaßen der gefühlsmäßige Unterbau unserer Bewegung. Gefühlswert, das bedeutet eine Prädisposition, eine kulturelle, eine kollektive Prädisposition in den Gesellschaften zu haben, in Bezug auf Juden zu fühlen.
Und der Nukleus ist eine Bewertung mit einem extrem kollektiven Negativurteil, das von Antisemiten nicht in Frage gestellt wird. Diese Hassübertragung sehen wir von Generation zu Generation in den Predigten, den Spottgedichten, den philosophischen Traktaten, politischen Reden, Parteiprogrammen, Romanen, Postkarten, in Grimms Märchen haben wir es gesehen und jetzt besonders stark im Web 2.0. Und es wiederholt sich, was sich wiederholt, nämlich die Faktenresistenz, Tradierung der immer gleichen Stereotype und Gefühle. Wir sehen hier sehr deutlich, dass die Phantasmen von Antisemiten den Status von epistemischen Kategorien haben. Sie glauben und sie glauben mit diesem Glauben auch zu wissen. Und diese beiden Beispiele, die ich hier aus dem E-Mail-Korpus mitgebracht habe, zeigen das besonders deutlich. Da schreibt jemand an den Zentralrat der Juden in Deutschland: Ich kenne persönlich keinen einzigen Menschen aus Israel oder jüdischen Glaubens, aber ich hasse sie, weil sie so grausam mit den armen Palästinensern umgehen. Und an die israelische Botschaft in Berlin: Ich brauche nicht selbst nach Israel zu fliegen, ich weiß schon alles über dieses miserable Land und seine grausamen Bewohner. Also Glauben wird zu Wissen. Das Glaubenssystem des Antisemitismus wird gesetzt als die absolute epistemische Autorität. Sie basiert nur auf Sekundärinformationen und deshalb hat Adorno auch so passend Antisemitismus das Gerücht über die Juden genannt. Bei der emotionalen Dimension fällt etwas sehr stark auf, nämlich dass einmal Antisemiten, sowohl die historischen als auch die aktuellen, eine sehr abstrakte Kognition aufweisen und eine sehr intensive Emotion. Ihre Denkprozesse, da sie eben phantastisch sind und einen Mangel an Realität und Faktizität haben, schweben in einem Nirvana, also unabhängig von Weltbezug, und das Konzept Jude ist ein reines Abstraktum bei ihnen. Umgekehrt sind ihre Gefühle besonders intensiv und konkret. Viele Antisemiten schreiben, als ob es um ihre eigene Existenz, um ihr eigenes Leben ginge. Emotionspsychologisch betrachtet sind also die Intensitätsparameter hier ganz besonders hoch. Warum? Weil Antisemiten nicht nur individuell, sondern unter dem Einfluss der kulturellen Kategorie auch kollektiv fühlen. Die emotionalen Projektionsprozesse werden A, klassifiziert als berechtigt, ja als ein universelles Phänomen, zum Beispiel durch Äußerungen wie jeder hasst doch Juden oder jeder hasst doch Israel. Und B, wird der eigene Hass projiziert auf die Juden als die Hassenden. Auch das folgt einer langen historischen Tradition. So befand Voltaire 1784, das jüdische Volk wagt, einen unversöhnlichen Hass gegen alle Völker zur Schau zu tragen. Und der junge Hegel: Nicht zu leugnen sind die verkehrten und unmoralischen Begriffe der Juden von dem Zorn, dem Hasse gegen andere Völker, der Intoleranz ihres Jehova. Auch hier wieder das Echo der Vergangenheit. Ich komme zum Schluss und fasse noch einmal die wichtigsten Ergebnisse zusammen. Wir haben konstatiert in dieser großen Internetstudie, die über viele Jahre lief, A, einen klaren Anstieg von Antisemitismen im Web 2.0, zugleich aber auch eine semantische Radikalisierung. Wir sehen, dass Antisemitismen sich vor allem in der Alltagskommunikation der ganz normalen User und Userinnen multipel und diffus ausbreiten, dass sich gerade im Netz das Sag- und Sichtbarkeitsfeld massiv vergrößert hat. Im Web 2.0 ist Antisemitismus omnipräsent. Hinsichtlich der Tradierung von Stereotypen ist ganz klar hervorzuheben, dass es die klassischen, die uralten klassischen antijudaistischen Stereotype sind, die dominant sich verbinden mit der israelbezogenen Judenfeindschaft. Die Reproduktion judenfeindlicher Stereotype und Verschwörungsfantasien geht einher mit einer sehr, sehr hohen Affektmobilisierung und einer Emotionalisierung. Aufschlussreich ist die Gleichförmigkeit von Semantik und Argumentation, die Uniformität der Sprachgebrauchsmuster sowohl im aktuellen als auch im aktuellen und im historischen Antisemitismus. Das Narrativ Judenhass folgt immer dem uralten Prototyp, aber es passt diesen Prototyp chamäleonartig je nach Situation an.
Wir haben eine sehr gefährliche affektive Dissoziation in der Gesellschaft zu konstatieren, nämlich die, dass ausgerechnet die dominante Variante des israelbezogenen Antisemitismus besonders massiv abgewehrt, geleugnet und relativiert wird. Meine Damen und Herren, das Echo der Vergangenheit im Antisemitismus 2.0 ist nichts anderes als die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Aber diese Wiederholung, dieses Echo der Vergangenheit, schallt aus dem digitalen Raum in präzedenzloser, ohrenbetäubender Lautstärke und erfasst die Gesamtgesellschaft. Zum Schluss meine Quellen, da ich ja nur einen Bruchteil der Forschung hier heute vortragen konnte. Alles, was ich über Sprache und Antisemitismus expliziter und impliziter Art gesprochen habe, kann man nachlesen, erfreulicherweise frei, also Open Access, in die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. Und alles, was ich zu den neuesten Web 2.0-Studien erzählt habe, ist im Judenhass im Internet nachzulesen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.